Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihr müsst auf Oscar Lafontaine noch einen Moment warten und das liegt an mir. Außerdem habt ihr den demütigenden Akt schon erlebt, dass die Mikros wieder runtergeschraubt wurden. Aber ich halte das aus. Heute früh war ich in Passau, deshalb habe ich gestern in Passau übernachtet. Und zwar in einem Hotel, das heißt Zum wilden Mann. Das ist ein Name, der in jeder Hinsicht zu mir passt. Und außerdem habe ich in dem Bett geschlafen, in dem früher die Kaiserin Sissi geschlafen hat, was ich angemessen finde. Ich wollte darauf nur mal hingewiesen haben. Wir haben jetzt, wie viele sagen, ein super Wahljahr 2009 vor uns. Ob das ein super Wahljahr ist, sage ich erst nach der Bundestagswahl. Wenn wir überall Top-Ergebnisse eingefahren haben, dann war es ein super Wahljahr, sonst waren nur viele Wahlen. Das ist ein großer Unterschied. Aber ich bin sehr optimistisch. Denn wir sind jetzt in den alten Bundesländern im letzten Jahr schon sehr erfolgreich gestartet. Wer hätte das noch vor ein paar Jahren gedacht? Wir sitzen jetzt in den Landtagen von Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Hessen. Und es dauert nicht mehr lange, mit einer Abgeordneten sind wir ja schon vertreten, da sitzen wir mit einer starken Fraktion auch im Landtag des Saarlandes. Wir dürfen überhaupt nicht unterschätzen, welchen Kampf es erfordert hat, im Januar wieder einzuziehen in den Landtag von Hessen. Und was mich besonders an meiner Partei gefreut hat, ganz egal, ob ich in Thüringen war, in Sachsen war, in Bayern war oder wo ich war, alle haben darauf gedrängt, dass wir den Wiedereinzug schaffen. Und ich muss es mal sagen, ein Teil der Medien und die anderen Parteien hatten sich darauf verschworen, zu verhindern, dass wir wieder einziehen. Wir waren aber stärker, weil wir überzeugender waren für die Wählerinnen und Wähler. Und deshalb dürft ihr diesen Wiedereinzug nicht unterschätzen. Das war ein gutes Signal für das Jahr 2009. Die Linke wirkt auf Bundesebene politisch in einem Maße, wie man sich das vor 2005 überhaupt nicht vorstellen konnte. Was ist passiert? Nur weil es uns gibt. Und uns gibt es ja nur, weil wir so viele Wählerinnen und Wähler gefunden haben. Was ist dadurch passiert? Oscar Lafontaine und ich fuhren 2005 durchs Land und forderten einen gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohn. Alle anderen haben uns zu ökonomischen Idioten erklärt, weil das gar nicht ginge. Abgesehen davon, dass 20 Mitgliedsländer der EU einen gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohn haben und die ja nicht alle Idioten sind. Aber wir waren völlig einsam. Dann sage ich mal, sehr schnell hat auch die Gewerkschaft diesen Mindestlohn gefordert. Inzwischen fordert ihn auch die SPD. Und selbst die Union macht jetzt im Rahmen des Entsendegesetzes Beschluss für Beschluss, um mal dort und mal dort ein bisschen sowas Ähnliches wie einen Mindestlohn einzuführen. Die Linke wirkt, aber sie muss noch viel stärker wirken. Und dafür brauchen wir noch bessere Wahlergebnisse. Ich möchte daran erinnern, dass wir gefordert haben, dass ältere Arbeitslose länger Arbeitslosengeld 1 bekommen. Da hat Herr Beck, weiß nicht, ob Sie den kennen, der war mal Vorsitzender der SPD. Also der hat gesagt, das geht auf gar keinen Fall, weil das die ganze Agenda 2010 konterkarieren würde. Und ein Jahr später, wegen der Umfragen, hat er gesagt, also ich glaube, wir brauchen doch eine Verlängerung des Arbeitslosengeldes 1 für ältere Arbeitslose. Das war nicht sein Bauch, das war nicht seine Überzeugung, sondern das war die Wirkung unserer Erstarkung. Deshalb sage ich den Leuten immer, es ist so bequem, ihr müsst uns nur wählen, wir müssen ja nichts machen, die anderen ändern sich dann und verändern schon die Politik. So wirkt links in der Gesellschaft. Im Oktober 2008 haben wir ein Konjunkturprogramm vorgeschlagen. Da haben die anderen noch erklärt, dass das so nicht ginge. Inzwischen verabschieden sie das zweite. Es ist zwar mehr ein Krisenprogramm, kein wirkliches Konjunkturprogramm, aber sie bewegen sich in die Richtung. Wir haben vorgeschlagen Steuererleichterungen für niedrige und durchschnittliche Einkommen. Wir wollten die Erhöhung des Grundfreibetrages. Wir wollten, dass die kalte Progression abgeschafft wird, die ja dazu führt, wenn Sie mal 50 Euro mehr Lohn kriegen, nimmt Ihnen ja der Staat davon gleich 40 Euro weg. Also es bleibt ja nicht viel übrig. Und wir wollten, dass der Steuerbauch beseitigt wird für die durchschnittlich Verdienenden. Im April 2008 haben uns alle gesagt, das geht überhaupt nicht. Sie haben alle dagegen gestimmt. Das ist alles falsch, was wir vorschlagen.
Ein Monat später hat die CSU wegen ihres drohenden Landtagswahlkampfes entschieden, dass sie nun auch für diese Dinge eintritt. Plötzlich war sie gegen den Steuerbauch, plötzlich war sie gegen die kalte Progression, plötzlich war sie dafür, den Grundfreibetrag zu erhöhen und plötzlich war sie dafür, die alte Pendlerpauschale wieder einzuführen, die sie zusammen mit den anderen grundgesetzwidrig gerade beseitigt hatte. Das ist auch unsere Wirkung. Zur Pendlerpauschale nur noch so viel. Der Sozialdemokrat Steinbrück hat noch im September 2008 vor dem Bundesverfassungsgericht darum gekämpft, die Kürzung aufrechtzuerhalten. Wir haben von Anfang an gesagt, dass es grundgesetzwidrig ist. Und im Dezember hat dann das Bundesverfassungsgericht Politik ersetzt und gesagt, das ist grundgesetzwidrig. Und dann stellt sich doch Frau Merkel hin und erklärt überall, das wäre jetzt ihre Investition. Nee, Frau Merkel, das ist nicht ihre Investition, das war eine vom Bundesverfassungsgericht. Das ist ein gewaltiger Unterschied in unserer Gesellschaft. Wir haben auch erreicht, dass das Wohngeld etwas erhöht wurde, dass die 6- bis 13-jährigen Kinder von Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger wenigstens eine Erhöhung ihrer Zuwendung um 35 Euro erhalten, dass das Kindergeld, wenn auch geringfügig, erhöht wurde. Übrigens, um das auch mal klar zu sagen, also manchmal laufen die auch nicht mehr rund. Wenn man das Kindergeld erhöht, Herrn Ackermann und alle anderen, und gleichzeitig den Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern mitteilt, bei euch rechnen wir das natürlich vom Sockelbetrag ab, dann ist das ein starkes Stück. Und wenn man eine Abwrackprämie von 2.500 Euro einführt und sagt, aber Hartz-IV-Empfänger, den rechnen wir die an, einem Anton Ackermann nicht, ja sagt mal, dann läuft doch diese Regierung nicht mehr rund. Es gibt Grenzen des Unanstands, die man nicht mehr hinnehmen kann. Am 7. Juni haben wir in allen Ländern der Europäischen Union eine Europawahl. Auch hier im Saarland, überall. Und ich möchte Sie bitten, ganz viele Leute zu animieren, dahin zu gehen. Es sei denn, Sie wollen NPD oder sowas wählen, dann sollen Sie lieber zu Hause bleiben. Aber ansonsten brauchen wir eine größere Wahlbeteiligung. Und wir brauchen viele Stimmen für die Linken. Wir sind nicht antieuropäisch. Wir sind die Einzigen, die proeuropäisch sind. Und zwar aus folgendem Grunde. Wir wollen eine EU, weil sie Frieden sichert zwischen den Mitgliedsländern. Wir wollen eine EU, weil sie uns ökonomisch stärker macht im Verhältnis zu den USA, zu Japan, zu China etc. Aber wir wollen eine EU, zu denen die Mehrheit jeder Bevölkerung Ja sagt. Und nicht eine EU der Regierungen gegen die Völker. Und die anderen organisieren die EU genauso. Ich will kurz beschreiben, wie der Weg läuft. Wenn eine Regierung weiß, sowas wie die Dienstleistungsrichtlinie und so weiter, das bekomme ich im nationalen Recht gar nicht durch. Ich versuche das gar nicht erst im Bundestag. Ich versuche das erst gar nicht im französischen Parlament. Ich versuche das auch nicht im britischen. Dann treffen die sich und sagen, lass es uns doch als EU-Recht beschließen in der Kommission. Und wenn wir das beschließen, dann können wir uns hinstellen in Deutschland und sagen, tja, tut uns leid, das ist Europarecht. Tja. Jeder zweite Bürgermeister sagt Ihnen, er kann das nicht, weil das Europarecht dagegen spricht. In der Hälfte der Fälle, in denen er das sagt, stimmt das, in der anderen Hälfte ist es erfunden. Aber es macht nichts. Insgesamt entsteht so ein Problem, und zwar ein Demokratieproblem. Deshalb fordern wir zum Beispiel die Stärkung des Europäischen Parlaments. Und deshalb haben auch wir eine Organklage gegen den Vertrag von Lissabon eingereicht. Nicht, weil wir antieuropäisch sind, sondern weil wir ein Europa der Völker wollen. Und deshalb haben wir zum Beispiel gesagt, es kann nicht sein, dass Brüssel entscheidet, dass Bundeswehrsoldaten in ein 12. oder 13. Land geschickt werden, ohne dass der Bundestag überhaupt gefragt wird. Das ist nicht hinnehmbar. Und dann haben wir Landtagswahlen. Zunächst drei und dann eine vierte. Wir haben Landtagswahlen in Thüringen, in Brandenburg, in Sachsen und im Saarland. Also in Brandenburg und in Sachsen geht es angeblich, ich korrigiere das gleich, geht es angeblich um die Ablösung einer großen Koalition. Nun müssen Sie aber wissen, in Brandenburg sind wir zweitstärkste Partei. Die CDU ist drittstärkste. Da SPD und CDU miteinander koalieren, ist das keine große Koalition, sondern eine ganz normale Murkelkoalition. Denn eine große müsste zwischen der SPD und uns sein. Ich will bloß daran erinnern.
In Sachsen ist das noch viel dramatischer. Da hatte die SPD beim letzten Mal 9% der Stimmen. Also etwas unter FDP-Niveau. Und trotzdem reden die von einer großen Koalition. Wir hatten über 20% der Stimmen. Also der Osten hat diesbezüglich die Verhältnisse etwas durcheinander gebracht. Und die SPD steht überall vor der Frage, was sie macht. Und jetzt komme ich zu zwei Ländern, wo sie sich in besonderer Weise entschieden hat. Also Platzek muss sich natürlich auch entscheiden in Brandenburg, ist klar. Aber ich komme zu den Herren Matschi und Maas. Die Herren Matschi und Maas haben Folgendes erklärt. Sie haben gesagt, falls sie stärker sind als die Linken, koalieren sie, wollen sie gerne, wenn wir dann auch wollen, mal sehen, mit den Linken koalieren. Und dann haben sie gesagt, und wenn wir stärker sind, denn nicht, dann wollen sie lieber mit der CDU koalieren. So, jetzt bitte ich Sie, eine Sekunde darüber nachzudenken, was das eigentlich inhaltlich bedeutet. Also wir sagen, dass Kinder länger gemeinsam zur Schule gehen sollen, weil wir keine soziale Ausgrenzung wollen. Die CDU will, dass die Kinder so früh wie möglich getrennt werden, um die soziale Ausgrenzung fortzusetzen. Und die SPD sagt, wenn ich die Herren Matschi und Maas richtig verstehe, es ist ihnen egal. Sie sind bereit, es einmal mit uns anders zu machen oder mit der CDU so zu machen, wie es ist. Und ich sage Ihnen, ein Spitzenkandidat, der sagt, ich mache abhängig von der Zahl, ob ich die Schule so lang einführe oder so lang einführe, ob ich Krankenhäuser privatisiere oder im öffentlichen Eigentum belasse, das ist mir alles egal. Ich mache das davon abhängig, wie die Zahlen sind, wird für mich unwählbar. Unwählbar. Ich sage das ganz klar. Die können von meinetwegen sagen, aus inhaltlichen Gründen streben sie eher zu uns oder aus inhaltlichen Gründen streben sie eher zur Union. Aber zu sagen, das ist ihnen egal, das machen sie nur abhängig von einer bestimmten Konstellation, ist für mich völlig indiskutabel. Und schon deshalb möchte ich, dass das Saarland sich nicht unter Druck setzen lässt, sondern sagt, jetzt erst recht wählen wir die Linke und den fähigsten Mann, den wir haben zum Ministerpräsidenten des Saarlandes, nämlich Oskar Lafontaine. Ja, und dann haben wir ja noch eine Bundestagswahl. Und bei der Bundestagswahl geht es um Bundespolitik. Es gibt nur eine Fraktion im Bundestag, nämlich unsere, die gegen alle Einsätze der Bundeswehr international gestimmt hat. Die Bundeswehr steht jetzt in 11 Ländern. Aber sie sorgt dadurch nicht für Frieden, sondern im Gegenteil. Wer mittels Krieg Terror bekämpft, organisiert immer mehr Terror. Wir müssen raus aus der Spirale der Gewalt. Endlich raus aus der Spirale der Gewalt. Wir haben beim Krieg Israels gegen den Gazastreifen Israel scharf verurteilt. Wir haben aber auch die Hamas-Führung scharf verurteilt. Wir sind da überhaupt nicht käuflich, sondern wir sagen, wir brauchen zwei lebensfähige, souveräne Staaten, Israel und Palästina. Sie müssen endlich gegründet werden und in Frieden miteinander leben. Wir brauchen dort keinen Krieg mehr. Wir waren immer gegen den Irakkrieg und ich begrüße, dass das Präsident Obama die Truppen aus dem Irak abziehen will. Aber ich kritisiere, dass er ernsthaft meint, mit mehr Soldaten die Probleme im Afghanistan lösen zu können. Das Gegenteil wird richtig sein und ich hoffe, er begreift das noch rechtzeitig. Übrigens hat die Bundesrepublik Deutschland von 1992 bis 2007 ohne Personal- und Betriebskosten 10 Milliarden Euro ausgegeben für den Militäreinsatz in Afghanistan. Hätten wir diese 10 Milliarden eingesetzt in den Aufbau von Schulen, in den Aufbau einer zivilen Wirtschaft, dann erginge es Afghanistan heute sehr viel besser, als es gegenwärtig der Fall ist. Davon bin ich überzeugt. Nun, liebe Bürgerinnen und Bürger, erleben wir ja gerade eine große Krise des Kapitalismus. Ähnlich wie vor 60 Jahren. Und was ist die eigentliche Ursache? Die eigentliche Ursache besteht darin, dass insbesondere seit 1990 eine gigantische Umverteilung von unten nach oben stattgefunden hat. Das Elend, die Armut hat in allen Gesellschaften zugenommen, aber der Reichtum ist eben auch gewachsen. Die Unterschiede nahmen zu. Und es gab eine völlige Verselbstständigung des Finanzsektors. Wir hatten einen Anstieg der Wirtschaft um 2 bis 3%. Und die Finanzwirtschaft verlangte jährlich
eine Gewinnauszahlung von 25%. Wo soll denn das herkommen, wenn die Realwirtschaft sich gar nicht entsprechend entwickelt? Es war eine Seifenblase. Wir haben immer davor gewarnt, dass sie platzen wird. Und jetzt ist sie geplatzt und nun herrscht völliges Chaos bei der Bundesregierung, wie Sie täglich erfahren können. Und alle Vorschläge, die jetzt gemacht werden, bringen überhaupt nur etwas, wenn wir den Finanzmarkt wieder regulieren. Er ist ja vollständig dereguliert worden. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber die Deregulierung erfolgte nicht unter Kohl. Sie erfolgte unter Schröder und Fischer. Das ist die Wahrheit. Sie haben Hedgefonds zugelassen. Sie haben Hedgefonds zugelassen. Und Hedgefonds haben einen Zweck. Die haben ja gar nicht viel Geld. Die leihen sich Geld, kaufen damit ein fast pleites Unternehmen auf, dann entlassen sie die Leute und verkaufen das Unternehmen wieder teurer weiter. So machen die ihr Geld. Und dann hat sich Schröder noch was einfallen lassen mit Fischer. Darf man auch nicht vergessen. Hedgefonds haben es immer schwer, weil man auf Veräußerungserlöse, also wenn man was verkauft, kriegt man ja einen Kaufpreis, Steuern bezahlen muss. Und das war in Deutschland unter Kohl so geregelt, dass der Bäckermeister einen halben Steuersatz bezahlen musste und die Deutsche Bank den vollen Steuersatz bezahlen. Und dann kam die Sozialdemokratie an die Macht und regelte das neu. Und sagte, der Bäckermeister muss das Doppelte bezahlen und dafür die Deutsche Bank gar nichts mehr. Das ist die Wahrheit. Und dann habe ich damals im Bundestag gesagt, noch mal ganz langsam, dass ich das verstehe. Dann habe ich das gegenübergestellt und habe gesagt, wenn der Kohl das eingeführt hätte, dass die Deutsche Bank nichts bezahlen muss und der Bäckermeister das Doppelte, dann wäre ich doch mit den Sozialdemokraten durchs ganze Land gefahren und wir wären über ihn hergefallen, wie es sich gehört hätte. Aber der Bundestag ist doch nicht dazu da, mich jeden Tag ideologisch zu verwirren. Sag ich, jetzt ist es aber genau umgekehrt, die Sozialdemokratie führt das ein. Wie soll ich denn den Leuten das erklären? Dann sagte übrigens Kohl auf dem Flur zu mir, dass das eine sehr gute Rede sei, aber er war schon immer Mann des deutschen Bäckermeisters, noch nie der Mann der Deutschen Bank. Das kann man allerdings auch anders sehen. Das kann man auch anders sehen. Aber was bedeutete es? Es bedeutete, dass die Hedgefonds hier mit dem Treiben gar nicht aufhören konnten. Denn sie konnten kaufen und verkaufen, so viel sie wollten. Sie mussten nie einen halben Euro Steuer darauf bezahlen. Das war die Ungerechtigkeit, die organisiert worden ist. Dann gibt es Zweckgesellschaften. Ganz kurz, eine Bank gründet eine Zweckgesellschaft, weil die Bank der Bankenaufsicht untersteht und die Zweckgesellschaft nicht. So einfach ist das. Und dann macht die Zweckgesellschaft alle krummen Geschäfte. Nun darf sich zwar ein Gesetzgeber verarschen lassen, er muss es aber nicht. Also er hätte auch sagen können, dann unterstellen wir die Zweckgesellschaften auch der Bankenaufsicht oder er hätte sie verbieten können. Aber sie waren zu beidem nicht in der Lage und das hat mit zu der heutigen Krise geführt, weil ja immer alle so tun, als ob sie damit nichts zu tun haben. Sie haben sehr wohl damit zu tun. Dann haben sie zugelassen, dann haben SPD und Grüne zugelassen Leerverkäufe. Leerverkäufe bedeuten, dass Sie zu einer Börse gehen, haben gerade was gewonnen, sagen, ich setze 10.000 Euro darauf, dass die Chemieaktien im Wert fallen Ende April. Und die sagen, nee, wir glauben, die bleiben gleichwertig oder höherwertig. Dann machen Sie eine Wette. Und wenn die wirklich fallen, haben Sie was gewonnen. Und wenn die nicht fallen, hatten Sie Pech, sind Sie Ihre 10.000 Euro los. Aber ich darf daran erinnern, für Spielcasinos gilt es Regeln. Da gibt es zum Beispiel Abhängigkeitskranke, die dürfen da nicht rein, deshalb musst du deinen Pass abgeben und so weiter. Für die Börse gibt es solche Regeln nicht. Wer aus der Börse ein Spielcasino macht, zerstört die Wirtschaft. So einfach ist es und sie haben das betrieben. Applaus 2008 sind dann die Leerverkäufe erst verboten worden. Dann gibt es Verbriefungen, das ist ja auch was Nettes. Da gibt eine Bank 1.000 Darlehen, dann macht sie daraus einen Brief und verkauft das. Und eine andere Bank übernimmt das und hofft auf Geld. Und die Amis waren besonders schlau, haben lauter Darlehen gegeben, immer für Grundstücke. Und da geht die Zwangsvollstreckung viel schneller als bei uns, die Zwangsversteigerung. Und deshalb war das egal, ob die Leute arm waren, dann haben sie eine Zwangsversteigerung gemacht, haben sie ihr Geld immer wieder reingekriegt, dick. Und plötzlich sind die Werte der Grundstücke gefallen. Und sie bekamen nur noch ein Viertel von dem, was sie ausgegeben hatten. Aber schlau wie sie sind, haben sie sich gesagt, wir teilen das Risiko und haben vorher europäischen Banken angeboten, diese Verbriefung zu kaufen. Und da haben sich alle CDU-geführten Landesbanken gleich viermal gemeldet und französische Banken auch.
Und deshalb wollen wir mal eins nicht vergessen wegen der Verantwortung. Es ist kein Zufall, aber es sind die Landesbanken aus Berlin, aus Sachsen, aus Nordrhein-Westfalen und aus Bayern, die pleite gegangen sind. Alles unter der Verantwortung der CDU bzw. der CSU. Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt hat der Bundestag innerhalb einer Woche beschlossen, einen Rettungsschirm aufzustellen für die Banken. Der wird aber so gut wie nicht in Anspruch genommen, durch Konstruktionsfehler. Lasse ich jetzt mal aus. Das Zweite ist, sie haben sich dann bei drei Banken eingemischt. Einmal die IKB, die Industriekreditbank. Ich bitte Sie, sich wirklich zu überlegen, was da passiert ist. Also, diese Bank gehörte uns, dem Bund, und damit Ihnen, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes zu 38%. Der Rest war Privateigentum. Dann haben die gesagt, wir stellen für die Schulden 8,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Dann haben sie gesagt, jetzt verkaufen wir aber die Bank an einen Hedgefonds für 150 Millionen. Übrigens, von den 150 Millionen bekamen wir natürlich nur 38%, weil ja die privaten Eigentümer darauf hinwiesen, der Rest gehöre ihnen. Sie haben bloß vergessen, den Rest über 38% bei den Schulden zu übernehmen. Die dürfen sie alleine bezahlen. Da hatten sie ja kein Geld. Aber jetzt kommt der Höhepunkt, dann frage ich den Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, sage ich ja, sagen Sie mal, wenn Sie das jetzt verkauft haben, da ist doch sicherlich vereinbart, dass wir später, wenn die wieder Gewinne machen, das Geld mit Zinsen zurückbekommen, dass die dann in Anspruch nehmen werden. Da sagt er zu mir, nein, das ist ausgeschlossen. Ich sage, das ist nicht Ihr Ernst, wir kriegen da nie was wieder. Nein, sagt er. Also ich muss Ihnen mal sagen, für mich ist das die größte Form von Untreue. Es geht doch nicht an, dass immer ein Staatsanwalt da ist, wenn ein Hartz-IV-Empfänger eine falsche Antwort gibt und der dadurch 30 Euro mehr kriegt, aber bei 8,2 Milliarden kümmert sich kein Mensch. Nehmen wir das zweite Beispiel, die Commerzbank. Bei der Commerzbank haben wir einen Betrag, Ihren Betrag, Ihr Geld. Verstehen Sie, das ist ja nicht Steinbrücks Geld, das hat er nicht. Die Merkel auch nicht. Die müssen Steuergelder nehmen. Von 18,2 Milliarden für eine Bank zur Verfügung gestellt. 18,2 Milliarden. Das ist die größte Summe, die je ein Staat, also vor der Hypo Real Estate, die hat nun wieder alle Weichen gebrochen. Aber vorher war es die größte Summe, die je ein Staat, selbst im Vergleich mit den USA, für eine Privatbank zur Verfügung gestellt hat. Der Wert der Commerzbank, der Börsenwert, liegt bei 3 Milliarden Euro. Also haben Sie, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die Bank sechsmal bezahlt. Und was gehört uns davon? 25% plus eine Aktie. Das heißt Folgendes. Und dann gehört es uns still. Das heißt, wir haben nichts mitzuentscheiden. Wir können gar nicht dafür sorgen, dass die Commerzbank wieder Kredite gibt. Weil wir ja die Klappe zu halten haben als Bund. Aber wenn die je wieder Gewinne erwirtschaften, kriegen Sie davon ein Viertel, drei Viertel bleiben privat, obwohl Sie die Bank sechsmal bezahlt haben. Das ist doch nicht hinzunehmen. Und jetzt komme ich zum letzten Beispiel, zur Hypo Real Estate. Da muss ich Ihnen Folgendes sagen, dass diese Hypo Real Estate war ein Bestandteil der Bayerischen Hypo Vereinsbank. Und die hat folgenden klugen Zug an den Tag gelegt. Sie hat sich von der Hypo Real Estate getrennt und hat alle toxischen Papiere, alle schwachen Papiere dieser Bank gegeben und ist dadurch selber sauber. Dann hat sich gesagt, gut, entweder gehen die pleite oder der Staat übernimmt sie. Aber sie haben ein Problem. In unserem Gesetz ist geregelt, dass die Mutter 5 Jahre lang für die Schulden so einer abgegebenen Tochter haftet. Und wissen Sie, wann uns der Bundesfinanzminister Steinbrück mitgeteilt hat, dass die Hypo Real Estate pleite ist? Einen Tag nach Ablauf der 5-Jahresfrist. Und da sage ich Ihnen, ich bin nicht misstrauisch und kein Verfolgungstheoretiker, aber dieser Zufall geht auch mir zu weit. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen einen Untersuchungsausschuss, aber die Grünen und die FDP zögern. Die FDP wahrscheinlich wegen der Bankenspende vom Dezember, die sie in Höhe von 300.000 Euro erhalten hat. Und nun gibt es einen Gesetzentwurf der Regierung zur Verstaatlichung der Hypo Real Estate. Also die CDU will ja jetzt auch verstaatlichen, das sind ja komische Zeiten angebrochen. Aber wissen Sie, was da drin steht? Im Paragraphen 6. Im Paragraphen 6 steht, wenn sie nachhaltig stabilisiert ist, wird sie reprivatisiert. Ich frage, wo steht denn da die entscheidende Bedingung,
dass eine Reprivatisierung frühestens stattfinden darf, wenn sämtliches Geld, das zur Verfügung gestellt wurde, mit Zinsen wieder reingekommen ist beim Bund, bei den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Das ist die Bedingung, die man formulieren muss. Und ich finde es auch ein Ding, dass der Steinbrück jetzt mit der Heuschrecke Flowers verhandelt um die Höhe der Entschädigung. Ich bitte Sie, die Hypo Real Estate hat noch einen Wert von 200 Millionen Euro. Wir stellen 102 Milliarden Euro zur Verfügung. Dem steht gar nichts mehr zu, dass er noch verhandelt und sagt, der Preis ist ihm zu gering, ist eine Unverschämtheit. Also ich würde ihn zu einer Tasse Kaffee einladen, aber dann auch rausschicken. Altbundeskanzler Schmidt hat dargelegt, was man machen muss, um wirksam die Finanzkrise zu überwinden. Ich werde das jetzt nicht aufzählen. Aber wir haben die 6 Punkte eingebracht in den Bundestag. Und wissen Sie, wer für die Vorschläge von Altbundeskanzler Schmidt gestimmt hat? Die Linke. Und wissen Sie, wer dagegen gestimmt hat? Union, SPD, FDP und Grüne. Die sind immer gleich neoliberal geprägt und wollen keine Lösung des Problems, sondern eigentlich nur die Verschleierung und kleine Schritte, die uns nicht weiterhelfen. Jetzt haben wir gefordert die Verstaatlichung der Großbanken. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Gar nicht aus ideologischen Gründen. Sondern erstens, weil wir wollen, dass die Finanzwirtschaft wieder zum Dienstleister der Realwirtschaft wird und nicht Herr der Realwirtschaft bleibt. Das bringt nämlich die ganze Wirtschaftsstruktur durcheinander. Und zweitens, weil Staatseigentum im Augenblick zu den billigsten Krediten führt. Ich muss Ihnen erklären, warum das die kostengünstigste Variante ist. Die Banken geben sich gegenseitig keine Kredite, weil sie immer Angst haben, dass die andere Bank in Pleite geht. Wenn aber der Staat Eigentümer ist, dann wissen Sie, der Staat geht nicht in Insolvenz. Dann geben Sie leichter Kredite und verzichten auf den Risikoaufschlag. Ganz bürokratisch, technisch, finanzpolitisch gedacht ist es so, dass der Staat im Augenblick der günstigste Eigentümer ist. Das fangen jetzt langsam an, auch andere zu begreifen. Deshalb haben wir gesagt, alle Großbanken verstaatlichen. Aber wir haben hinzugefügt, eine Reprivatisierung allerfrühestens, wenn alles Geld wieder zurückgeflossen ist. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind nicht dazu da, die Schulden dieser Herren zu bezahlen. So einfach ist das. Und ich will jetzt nicht darüber sprechen, dass wir auch für öffentliches Eigentum bei Monopolen sind und bei der öffentlichen Daseinsvorsorge. Ich sage nur ein Beispiel, Bildung oder Krankenhäuser. Wenn eine oder einer von Ihnen ein Krankenhaus kauft, die oder er kann ja noch so anständig sein, ab dem nächsten Tag denken Sie darüber nach, dass Sie nicht in Insolvenz gehen wollen. Dann fangen Sie an, darüber nachzudenken, wie sich Ihr Krankenhaus rechnet. Dann stellen Sie fest, dass Kindermedizin sich nicht rechnet. Dann machen Sie sich eine Birne, wo das nächste staatliche Krankenhaus ist, um die Kinder loszuwerden. Dann stellen Sie fest, es gibt für bestimmte Operationen eine Fallpauschale. Da kriegen Sie mal den gleichen Betrag. Egal, ob der Patient 23 ist oder 70. Aber der 23-Jährige liegt dann nach der Operation 3 Tage noch in Ihrem Krankenhaus und der 70-Jährige 3 Wochen. Deshalb rechnet sich der 23-Jährige, nicht der 70-Jährige. Also versuchen Sie, die älteren Patienten loszuwerden. Nun habe ich einfach eine gesellschaftspolitische Frage. Wollen wir, dass in Krankenhausleitungen so gedacht werden muss, oder wollen wir, dass die Aufgabe der Krankenhausleitung bleibt, sich zu überlegen, wie man die besten Bedingungen für eine Vorsorge und Fürsorge für Menschen schafft, egal welchen Geschlechts, welcher Nationalität oder welchen Alters, weil in Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist eine Kernfrage. Aber bei den übrigen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sind wir für eine funktionierende Marktwirtschaft, weil die Qualität erhöht und Kosten senkt. Jetzt kommt Opel mit Krediten. Aber jetzt gibt es einen Unterschied. Die Union, die SPD, das ist mir wirklich wichtig, die Union, die SPD und die Grünen schlagen vor, in diesem Umfang staatliches Miteigentum bei Opel zu begründen. Sie wollen den VEB Opel. Und wir lehnen den VEB Opel ab. Und ich sage Ihnen auch warum. Weil Staatseigentum ist viel zu abstrakt. Wir wollen, wenn staatliches Geld fließt,
dass Belegschaftsmiteigentum bis zu 49% begründet wird. Das ist nämlich die höchste Form der Mitbestimmung, die man realisieren kann. Stellen Sie sich mal vor, als das staatliche Geld zu Nokia floss, wenn die dafür Belegschaftsmiteigentum eingeführt hätten, dann hätten die den Umzug verhindert, weil sie als Miteigentümer hätten zustimmen müssen. Hätten sie aber nicht gemacht. Ergo haben wir diesbezüglich ganz andere Vorschläge. Jetzt sage ich Ihnen nur noch so viel. Ich glaube, meine halbe Stunde geht langsam zu Ende. Gut. Also Sie wissen ja, die anderen sind kompetent und wir sind angeblich inkompetent. Sie wissen, dass Herr Steinbrück gesagt hat, im September die Krise kommt sowieso nicht nach Deutschland. Sie wissen, dass Herr Gross gesagt hat, die USA sollen vor ihre eigenen Tür kehren. Sie wissen, dass Herr Sarkozy eine europäische Lösung wollte, aber Frau Merkel nicht. Und dann gibt es einen ganz kompetenten Mann, das ist Herr Ackermann bei der Deutschen Bank. Unter seiner Verantwortung ist im letzten Quartal 2008 dort ein Minus von über 4 Milliarden Euro erwirtschaftet worden. Und ich frage Sie jetzt ernsthaft, bezweifeln Sie, dass ich die gleiche Kompetenz hätte? Ich könnte auch ein Minus von 4 Milliarden Euro verursachen. Ich weiß gar nicht, wie die darauf kommen, dass ich das nicht kann. Wir haben es mit einer Wirtschaftskrise zu tun wegen der Umverteilung. Ich mache das ganz kurz. Ich sage Ihnen nur zwei Zahlen. 1% unserer Bevölkerung, das sind 820.000 Personen, besitzen 23% des Gesamtvermögens unserer Gesellschaft. Des Gesamtvermögens von 6,6 Billionen Euro. Das heißt, diese 820.000 Personen haben ein Vermögen von 1,5 Billionen Euro oder 1.500 Milliarden Euro. Aber 27% der Bevölkerung, das sind über 22 Millionen Menschen, haben überhaupt kein Vermögen oder sogar Schulden. Diese Ungerechtigkeit ist zu groß. Wir brauchen wieder Verteilungsgerechtigkeit. Wir sind nicht für Gleichmacherei. Der Fleißige soll mehr haben. Der, der besser ausgebildet ist, der mit mehr Begabung, der mit höherer Verantwortung. Aber es ist maßlos geworden in unserer Gesellschaft. Der Reichtum auf der einen Seite und die Armut auf der anderen Seite. Das müssen wir überwinden. Ich werde Oskar bitten, auch was zum Schicksal unserer Rentnerinnen und Rentner zu sagen, die seit 5 Jahren nur Minusrunden erleben. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, dass es natürlich auf der einen Seite ganz schön ist zu erleben, wie unsere Vorschläge Schritt für Schritt greifen, nur übrigens nicht bei der Millionärsabgabe, nicht bei der Vermögenssteuer, nicht bei einem höheren Spitzensteuersatz, nicht bei der Börsenumsatzsteuer, weil es immer wieder um dieselbe Frage geht. Haben die anderen Parteien den Willen oder den Mut, zu sagen, wir stoppen die Umverteilung von unten nach oben und organisieren eine Umverteilung von oben nach unten, so wie wir es fordern, um mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu haben. Und wie es alle anderen ablehnen, das müssen alle bei ihrer Wahlentscheidung wicken. Und jede Rentnerin und jeden Rentner können Sie fragen, ob Sie Rentenkürzungsparteien wählen oder doch lieber uns. Auch eine spannende Frage. Und letztlich sage ich Ihnen, geht es um eine Frage, auch bei der Krise, mit der wir es gegenwärtig zu tun haben. Wer muss sie bezahlen? Werden herangezogen, die, die auch Reichtum damit begründet haben, die, die sich jetzt so bescheiden zurückhalten, aber die über Milliarden Vermögen verfügen? Oder sagen wir, nein, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentnerinnen und Rentner, die, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, die werden letztlich die ganze Krise finanzieren. Das zu verhindern, ist die eigentliche Aufgabe der Linken. Und zum Schluss sage ich Ihnen eins. Nach der Europawahl, wo wir hier unbedingt üben müssen und wo ich sehr hoffe, dass wir auch ein Top-Ergebnis hier im Saarland erreichen, wählen Sie am 30. August Ihren Landtag. Bringen Sie die ganze Bundesrepublik durcheinander. Sie hatten hier einen Top-Ministerpräsidenten, der das Saarland durch die schwierigsten Zeiten hervorragend geführt hat. Und er ist bereit, es nochmal zu machen. Das ist eine Chance für das Saarland. Und dieser Mann, der gleich sprechen wird, der wird wieder dafür sorgen, dass das Saarland bundespolitische und europäische Bedeutung hat. Das hat er jedes Mal geschafft. Und deshalb sage ich Ihnen, als mein Nachfolger spricht jetzt der frühere und künftige Ministerpräsident des Saarlandes, Oskar Lafontaine.